Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play The Elder Scrolls Online mit Paxis. Und ja, schade. Ich habe gehofft, dass vielleicht die Spinne gerade wieder spawnt, wenn wir hier weiterspielen. Aber das ist nicht der Fall. Dann hätten wir die einfach nochmal geschlachtet und vielleicht ein paar Gegenstände bekommen. So werden wir jetzt logischerweise nicht nochmal auf die warten. Schließlich haben wir sie ja schon besiegt. Und schauen uns einfach ein untoter Werwolf hat das Gebiet weiter an. Aha, man kommt hier also auf die andere Seite rauf. Ja, das ist quasi die gespiegelte Seite. Komischerweise sind hier sogar noch Wachen. Da frage ich mich aber, wenn dieses Grenzbollwerk hier benutzt wird, warum sollten... Wieso sorgen die Wachen nicht dafür, dass diese Spinne da, dieses Spinnennest da drüben verschwindet und die das wieder benutzen können? Das verstehe ich nicht so richtig. Hier ist ja auch ein kleiner Trainingshof, wie man sieht. Komisch. Hier kommen wir wahrscheinlich einfach wieder in den Turm rein, oder? Aussichtsturm. Können wir gar nicht benutzen. Ja, scheint irgendein fettes Schloss davor zu sein, wie man sieht. Ja, kann ja sich ja nur dabei um diesen Aussichtsturm handeln, dass man halt da auf diesen Sims oben drauf kommt, aber wir kommen nicht rein. Kommen nicht rein? Das ist aber merkwürdig. Hier ist eigentlich sonst nichts großartig verschlossen oder nicht begehbar bei Elder Scrolls. Na gut. Dann eben nicht. Tseh. Ich will hier niemanden aufzwingen, Freunde. So, wir reiten wieder den coolen Weg. Hui! Hui! Okay. Okay, okay, jetzt wird's dumm. Wir gehen wieder auf den Weg runter. Wir haben doch kein Bergpferd mehr. Und halten uns einfach erstmal links, würde ich sagen. Ja. Oh, eine Spinne, eine Tote. Ne, es war, glaube ich, gar keine Spinne. Es war, glaube ich, so ein Käfer, so ein Toter. Was liegt denn hier? Ein Schild, ein Schwert und ein Manuskript, aber wir können mit gar nichts davon. Das gefällt mir auch gar nicht, dass hier immer so Gegenstände rumliegen, die man nicht aufheben kann. Ich meine, es ist da nur eindeutig ein Schild und eindeutig ein Schwert. Er müsste, also wenn er schon das Schwert nicht aus dem Boden rauskommt, weil es magisch gebunden ist, dann doch wenigstens das Schild. Hey, wollen wir zusammen diese Mobs da bekämpfen? Ja? Hast du Bock drauf? Komm, mach mal. Bin dabei. Alleine würde das wahrscheinlich nicht schaffen. Genau wie ich nicht. Zumindest nicht, wenn jetzt noch so ein Monster hier wieder rauskommt, genau. Aber zu zweit schaffen wir das. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Sehr schön. Halblederriemen des Lebens. Rüstung 31. Gewährt 18 maximales Leben. Erhöht den Effekt von Mundussteinen um 5%. Was sollen denn Mundussteine sein? Ist aber nicht wirklich geiler als das, was ich schon habe. Naja. Bin etwas enttäuscht. Ein Gold, Halblederfetzen, Eichenschild, Dätrafetzen, Leinenbeinkleider. Naja, ich bin immer noch enttäuscht. Wiesenschaumkraut. Bewohner des dunklen Reichs des Vergessens. Hier ist doch noch ein Quest. Der Schleier ist durchstochen. Kommt durch das Tor. Ich ersuche euch. Hier ist doch irgendwo ein Quest. Wir nehmen erstmal das Feineisenerz, aber... Was ist das denn für ein Quest, was ich hier übersehen habe? Hä? Bin ich blind? Wo ist denn jetzt hin? Also nochmal, ich stand hier und habe in die Richtung geguckt. Ah, hier ist es, hier ist es. Hier ist es. Okay, es ist hier irgendwo. Hey, das ist mein Erz! Schwein! Wegesruhe, Juwel der Bucht. Cumberland-Ausgabe von Satyr Langbach der Ältere. Wegesruhe ist eine der ruhmreichsten Städte im Westen Tamriels. Glänzend in gegenwärtiger Schönheit, strahlend durch ihre Vergangenheit. Sie wird mehr geschätzt als alle anderen Städte in Hochfels. Keine andere Stadt trug und trägt immer noch so viel zur Kultur der Bretonen bei wie sie. Die Geister ihrer genialen Kinder sind noch immer allgegenwärtig in den Straßen. Man sieht sie in den Giebeldächern, den großartigen Alleen, den Marktplätzen mit ihren Dürften.
Die Bürger Wegesruhs haben Sinn für ihre Geschichte, aber sie sind davon nicht so besessen, wie es die Menschen von Dolsturz offenbar sind. Man fühlt sich zwar in einer modernen Stadt, wenn man Wegesruh besucht, doch in der Luft liegt eine Magie, wie sie nur Jahrhunderte Zivilisation mit sich bringen. Es ist schwer für die Historiker, das genaue Gründungsjahr von Wegesruh festzulegen. Eine kleine Siedlung an der Mündung des Flusses Bjolsee in die Iliakbucht gibt es schon mindestens seit dem Jahr 800 der ersten Ära. Die Händler und Fischer waren umgeben von Feinden. Die orkische Hauptstadt Orsinium war am Norden gewachsen wie Unkraut und auf den Inseln im Westen wimmelte es nur so vor akavirischen Piraten und Plünderern. Die Herkunft des Namens Wegesruh ist kein Geheimnis. Nach den Kämpfen, die vor allem Händler am östlichen Ende der Iliakbucht zu überstehen hatten, war das kleine Fischerdorf am Bjolsee ein willkommener Ort der Ruhe. In keiner der bekannteren Erzählungen aus der Zeit der Besetzung durch Himmelsrand wird Wegesruh erwähnt. Laut den Annalen von Dolsturz schreibt jedoch König Joile an Gaiden Shinji im Jahr 948 der ersten Ära folgendes. Die Orks haben den Wegesruhern viel Leid gebracht und behindern den Verkehr zum Herzen des Landes. Richtig, blühte Wegesruh aber erst nach der völligen Zerstörung von Orsinium im Jahr 980 der ersten Ära auf. Die hart arbeitenden Händler und Kaufleute waren maßgeblich an der Gründung einer Allianz beteiligt, was die Bedrohung durch die Piraten in der Bucht verringerte. Die Gardners, eine erfolgreiche Händlerfamilie, erbauten einen ummauerten Palast und ließen später auch Banken und andere Unternehmen innerhalb ihrer Mauern zu. Als Wegesruh im Jahr 1100 der ersten Ära das Recht gewährt wurde, sich Königreich zu nennen, war es Farangel, ein Gardner, der zum König ausgerufen wurde. Hä? Also ist jetzt einfach mal eine einzige Stadt ein Königreich oder was? Verstehe ich nicht. Obwohl Wegesruh nun von einer einzigen Familie regiert wurde, behielten die Händler noch außerordentliche Macht. Viele Ökonomen weisen darauf hin, dass der anhaltende Reichtum Wegesruhs trotz aller Schwierigkeiten auf die einzigartigen Beziehungen zwischen den Händlern und der Krone zurückzuführen sei. Der Dynastie der Gardner folgte die Cumberland-Dynastie, aber nie wurde ein König von Wegesruh durch Revolution oder Mord seines Amtes enthoben. Jeder König von Wegesruh kann seinen Stammbaum zu einem Händlerfürsten von Wegesruh zurückverfolgen. Die Händler und der König respektieren einander und diese enge Beziehung stärkt beide Parteien. Wegesruh hat Pest, Dürren, Seuchen, Piraterie, Eroberungen und Krieg mit viel Humor und Pragmatismus überstanden. Im Jahr 2702 der ersten Ära war die gesamte Bevölkerung der Stadt gezwungen, sich zum Schutz vor Piraten, der akavirischen Invasion und der thrassischen Pest auf den ummauerten Besitz der Gardners zurückzuziehen. Eine weniger findige Gemeinschaft wäre möglicherweise längst zerbrochen, aber die Wegesruher haben überlebt und bereichern Tamriel mit jeder Generation aufs Neue. Naja, war jetzt ein weniger interessantes Buch, muss ich zugeben, aber da wir uns ja bald aufmachen nach Wegesruh, ist das schon okay. So, jetzt wollen wir auch mal zu dem Quest, was hier irgendwo rumliegt. Was ist das denn? Eine Truhe. Verwitterte Truhe. In diesem alten Behältnis haben sich neben der zerschlissenen Kleidung eines Ritters eine krude Karte, die zu einer Höhle in der Nähe führt, sowie ein Tagebuch sehr gut erhalten. Ich frage mich, was in dem Tagebuch steht. Die Schrift ist bis auf den letzten Eintrag unleserlich. Mögen die Acht uns vergeben? Um die drei aufzuhalten, waren wir gezwungen, Sir Edain zusammen mit unseren Feinden in der Höhle zu begraben. Wir haben uns nur an Befehle gehalten, doch diese Aufgabe wurde dadurch nicht leichter. Ich sollte mir diese Höhle anschauen. Ja, das klingt so, als wenn da wieder verhindert, dass sich die Geister der drei erneut erheben. Ja, als wenn es da wieder um Geister gehen würde. Aber okay, soll mich nicht stören. Spielen wir wieder mal Ghostbusters. Oh, Fine Erz. If something strange in your neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters. Okay, sorry. Da ging's kurz mit mir durch. War aber auch geil, oder? Ghostbusters ist immer noch geil. Wie von wegen war. Ghostbusters ist cool. Und hat so geile Musik, finde ich. Und das Lied dazu und alles und die Verfilmungen und die Comics und die
Die Zeichentrickserien, alles davon ist geil. Oh, der Rucksack ist leider leer, obwohl hier sogar eine kleine Kerze steht. Aha. Ja, es gab ein paar Leute, die haben gesagt, ich soll Ego-Perspektive spielen, aber ganz ehrlich, ist nicht so mein Ding, hier so rumzulaufen. Also man sieht ja auch, dass man viel weniger Übersicht hat. Also ich denke, die ein oder andere Truhe wäre mir vielleicht schon... Und kämpfen ist auch einfach komischer und schwerer. Ich denke, die ein oder andere Truhe wäre mir schon... entgangen, wenn ich immer nur in der Ego-Perspektive gespielt hätte. Ich glaube, es wäre recht schlau gewesen, mein Inventar zu lichten bei einem Händler, bevor ich... Ja, genau aus dem Grund, bevor ich hier in die Höhle gehe, weil... Ich habe ziemlich viel Schmand mit dabei, glaube ich. Haben wir denn nichts, was ich nehmen kann, das wir nur einmal haben? Na gut, dann essen wir mal Hammelpastete. So. Und schmeißen weg. Schmeißen weg, schmeißen weg. Bärenkeulen, 8 Stück. Das behalten wir mal. Bratfett, Dietrich, brauchen wir natürlich auch. Dünne Brühe. Ich glaube, damit stellen wir dieses Essen her, was wir eben nicht mehr brauchen. Deswegen zerstöre ich die mal. Und bevor wir jetzt da reingehen, müssen wir wohl oder übel zu einem Händler gehen. Und das Zeugs verkaufen, weil... Das bringt so ja nix. Hast du gedacht, ne? Dass du das Feineisenerz hier einfach nehmen kannst? Nicht mit mir. Ja, es bringt so leider einfach gar nichts. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zu einem Händler. Ich glaube, es ist am kürzesten, wenn wir uns... Ich weiß gar nicht, ist hier in diesem vorgelagerten... In diesem vorgelagerten Ort... Gibt es hier Händler? Ich weiß gerade gar nicht. Wäre eigentlich logisch, oder? Emson? Der vielleicht? Auf, wo ihr hingeht, Fremder. Oh, wir brauchen noch nicht mal vom Pferd absteigen. Cool. Auftragsmörder. Das ist schon, du musst dich sagen, ist schon ein geiler Rang, so. Der Rang des Auftragsmörders. Hut ab. Vielleicht auch einfach nur eine merkwürdige Übersetzung aus dem Englischen heraus, weiß ich nicht. Aber ein Königreich, das sogenannte, also, ich meine, dass man Auftragsmörder hat, dagegen sage ich ja gar nichts. Ich glaube, vor allem in so einer Umgebung hat jede Regierung, solche Meuchelmörder etc., aber dass sie dann diesen offiziellen Titel tragen, das ist das Merkwürdige. Normalerweise werden die einfach Agenten genannt oder irgendwas halt, naja, wisst ihr, was ich meine. Aber hier haben sie ernsthaft den offiziellen Titel Auftragsmörder und hier gibt's echt keinen Händler oder was? Verdammt. Na gut. Reiten wir eben mal nicht... Ah, ich glaube, da drüben ist ein Händler. Haben wir hier eigentlich direkt noch ein paar Ställe, dass wir unserem Pferd was zu essen geben können? Ich liebe meine Pferde. Aber man könnte mich überzeugen, mich so, 20% Tempo, sehr schön. Jeder will sein Pferd im Stall unterbringen, aber ich bin der Einzige, der am nächsten Tag auf... Tja. Wärst du eben kein Stallbursche geworden, dann müsstest du auch nichts aus... Mist. Stolz hier zu kampieren. Das ist ja. Es zeigt, dass wir neu. Fuck! Ich weiß, dass ein Kampf. Hier ist doch kein Händler. Waffenwartin, die vielleicht? Es liegen Gefahren. Ah, sehr gut. Ihr werdet mehr als Waffen und Rüstungen brauchen. Zweihändig. Vielleicht gibt's da ja sogar eine interessante Waffe für ein Papa. Mal gucken. Ach, ein Wiederherstellungsstab. Eisen. Schwert. Zweihändig, 36, 42. Oha, eine einhändige Waffe, die 40 Schaden macht. Das ist natürlich nicht... Ah, Stahlstreitaxt macht 48 Schaden, 2 mehr als momentan. Ist halt auch einfach nur ein Level besser. Lehren, gewährt 24% mehr Erfahrung im Umgang mit dieser Waffenart. Ist eigentlich gar nicht schlecht, ne? Dann steigen wir schneller in Zweihandwaffen auf und können da schneller unsere Attributspunkte verteilen. Ich glaube echt, ich kaufe die.
Weil die macht ein bisschen weiter mehr Schaden und dass sie halt lehrend ist, finde ich gar nicht so schlecht. Ach, mein Inventar ist voll. Okay, dann verkaufen wir erstmal, was wir nicht mehr brauchen. So, Feinerz, zack. Boing. Brühe brauchen wir, glaube ich, für die neuen Sachen, die wir herstellen wollen. Dunkle Galle sowieso. Das brauchen wir auch alles. Haben wir Pastete von vorgestern. Erhöht maximales Leben 35 Minuten lang 102. Das ist gar nicht schlecht. Das Fleisch, Holkerfleisch, brauchen wir, glaube ich, nicht. Klares Wasser brauchen wir auch erstmal nicht. Mandarinlikör könnten wir gebrauchen. Panzer weg. Schatzkarte. Scheiß auf die Schatzkarte, ey. Ach, kann ich verkauft werden? Verdammt. Schlückchen der Ausdauer. Stellt sofort 35 Ausdauer wieder her. Brauchen wir eh nicht. Schlückchen des Lebens brauchen wir auch nicht. Ist einfach alles zu schlecht. Serum der Ausdauer schon eher. Serum der Magika brauchen wir nicht. Des Lebens können wir auch verkaufen. Jetzt haben wir sogar 6-mal Schluck des Lebens. Das heißt, wir können auch dieses Serum hier verkaufen. Wir nehmen eh so extrem selten Tränke, dass wir uns echt nur die besten aufheben müssen. Weizenbrei. Wermut. So. Passt doch, da haben wir 33 von 60, das sieht ganz gut aus. Jetzt können wir das auch kaufen. So, dann legen wir das mal noch an. Haben wir wieder eine schöne Zweikampfaxt. Ja, gefällt mir fast das Schwert besser. Aber das verkaufen wir jetzt. Vor euch. Ihr werdet mehr als Waffen und Rüstungen brauchen. Ist schon geil, ne? Man kauft die Waffe für 1000 Goldmünzen ungefähr und man verkauft sie für 36. Ich kenne das eigentlich eher so aus Computerspielen, aus Rollenspielen, dass das so die Hälfte ist vom Wert, den man kauft, dass man so für die Hälfte wieder verkaufen kann oder zumindest für ein Drittel oder von mir aus auch nur für ein Viertel des Einkaufspreis. Aber 1000 zu 36 oder 1080 zu 36, das ist so das schlechteste Verhältnis, was ich überhaupt jemals gesehen habe. Aber dadurch, dass ich eigentlich nie Geldnot habe, muss ich sagen... Was habe ich hier gerade gelesen? Da ich eigentlich nie Geldnot habe, brauche ich mich eigentlich gar nicht beschweren. Also irgendwie funktioniert schon das System. Hier war doch irgendwas zum Einsammeln gerade. War nicht gerade irgendein Kraut... Ja, das sieht man so schwer, dieses Benediktinerkraut. Das sieht so extrem nach Umgebung aus. Gibt's gar nicht. So. Schauen wir mal rein in die Höhle. Diese Höhlen sind so lange still gewesen. Aber die Winde sind zurückgekehrt. Und mit ihnen auch unsere Geister. Ihr wandelt unter den Lebenden und doch sprecht ihr zu den Toten. Werdet ihr uns helfen, wieder unseren Frieden zu finden? Ich kann es versuchen. Warum seid ihr also hier? Ich kam auf einer heiligen Mission hierher. Um jene berüchtigten Banditen zu erschlagen, die man die drei nannte. Ich stieg in diese Tiefen hinab und ließ die anderen Ritter mit dem Befehl zurück, die Höhle zum Einsturz zu bringen, falls ich nicht wiederkehren sollte. So wurde diese Höhle zu meinem Grab. Also ist eure Aufgabe gescheitert? Mag sein. Doch indem sie die Höhle zum Einsturz brachten, hatten meine Kameraden bei etwas Erfolg, woran ich zuvor gescheitert war. Die drei sind in der Dunkelheit verhungert. Doch nun wurde die Höhle wieder geöffnet und ihre Geister bedrohen erneut das Land. Ihr müsst ihre Geister zur Ruhe betten. Ich werde tun, was ihr wünscht. Mein Schwert ist aus geweihtem Stahl geschmiedet und dem Zweck gewidmet, das Böse aus diesen Landen zu vertreiben. Nehmt es und beendet, was ich begonnen habe. Es wird euch bei eurer Suche helfen. Wie verwende ich denn das Schwert? Die Klinge mag zwar so verrostet sein, dass sie im Kampf nutzlos geworden ist, doch ihre Magie hat sie sich bewahrt. Wenn ihr die Geister dort unten bezwingt, während das Schwert in eurem Besitz ist, werden ihre Seelen an seinen Stahl gebunden werden. Wie seid ihr denn gestorben? Als das eingestürzt ist und viele große Felsbrocken auf euren Kopf gefallen sind oder auch verhungert? Ich wünschte, ich könnte euch sagen, dass ich in einer heldenhaften Schlacht gestorben bin. Doch das kann ich nicht. Genau wie die Banditen, die ich erschlagen wollte,
bin ich hier in der Finsternis verhungert, nachdem meine Ritterkameraden die Höhle zum Einsturz gebracht haben. Eure Ritterkameraden haben also hier eingeschlossen. Ja, ich... Manchmal frage ich mich echt, was sind denn das für dumme Fragen? Der hat es doch mittlerweile schon dreimal erzählt. Ja, der wurde eingeschlossen, weil er den Befehl gegeben hat, dass sie diese Höhle zum Einstürzen bringen sollen, sobald er nicht wiederkommt. Warum muss ich das nochmal fragen? Ich mach's natürlich trotzdem. Ja, meine Ritterkameraden haben getan, was getan werden musste. Ich kann mir kaum ausmalen, wie schwer es ihnen gefallen sein muss. Doch ich hatte nun einmal darin versagt, meinen Schwur zu erfüllen. Und es war der einzige Weg, um sicherzustellen, dass die drei dieses Land nicht mehr in Angst und Schrecken versetzen. Habt ihr die drei im Kampf gestellt? Oh, was ist denn hier los? Er hat doch nur schon gesagt, dass die verhungert sind und er auch. Also das ist ja wirklich mal die dümmste Konversation im ganzen Spiel bisher. Nein, diese Höhlen waren zu weitläufig und die Banditen zu zahlreich. Nach dem Einsturz bin ich hier heruntergekrochen und bin auf die drei gestoßen, wie sie ihre eigenen Schergen aßen, um zu überleben. Ich war zu hungrig und zu entsetzt, um mich ihnen zu stellen. Und ich wusste, dass sie das Unvermeidliche doch nur aufschoben. Wieso haben sie da nicht einfach versucht, sich rauszugraben? In jedem Abenteuerfilm wird das so gemacht. Meine Herren, die gucken wohl kein Fernsehen, oder wie? Wie seid ihr nochmal gestorben? Ich hab's schon wieder vergessen, muss ich zugeben. Ich wünschte, ich könnte... Wer sind denn die drei? Zu meiner Zeit waren sie die Bande der drei. Räuber und Banditen, die es zu enormem Reichtum gebracht hatten. Sie haben sogar Männer angeheuert, um ihre Drecksarbeit zu erledigen. Sie waren im Grunde nichts Besonderes. Nur Mörder und Schurken, die lange genug ihr Unwesen getrieben hatten, um sich einen Ruf zu verdienen. Und nun haben sie sich wieder erhoben als Geister. Ihre Geister sind als die gefallenen drei zurückgekehrt. Und sie sind noch schlimmer als zuvor. Nun durchstreifen die drei und ihre Anhänger von dieser Höhle aus die Gegend und stehlen den Leuten anstelle ihres Geldes die Seele. Ihr müsst sie aufhalten. Okay, und warum gerade ich? Weil ihr mit mir sprecht, als ob ich wirklich hier und noch am Leben wäre. Dabei bin ich nur ein Echo aus diesen Höhlen. Die Schreie aus einer längst vergangenen Zeit. Ich weiß nicht genau, was ihr seid, aber ich brauche eure Hilfe. Wie genau seid ihr nochmal gestorben? Also es tut mir echt leid, ich habe ein sehr, sehr schlechtes Gedächtnis. Ich wünschte, ich könnte. Was habt ihr denn geschworen? Ich habe geschworen, die drei zu erschlagen, als sie bei einem Raubzug meine Tante und meinen Onkel getötet hatten. Mein Versagen, diesen Schwur einzuhalten, mag der Grund sein, warum mein Geist und ihre Geister hier wieder gemeinsam erschienen sind. Wenn ihr ihre Geister mit meiner Klinge besiegen könntet, wäre mein Schwur erfüllt. Werde ich tun. Und nochmal frage ich nicht, wie ihr gestorben seid. Okay, nehmen wir erstmal das Schwert. Abgeschlossen. Fang Brikantenseelen ein. 10 Stück? What? Okay, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn ihr diese Unterhaltung auch so geil fandet. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschüss.